Veranstaltung der Akademie am Dom, in unserer Expositur des im Erzbischöflichen Palais, aber auch online daheim. Online daheim darf ich auch unseren Vortragenden herzlich begrüßen, Professor Alexander Batthyány, der sehr viel lieber persönlich vor Ort in Präsenz hier erschienen wäre, aber aus gesundheitlichen Gründen war das heute nicht möglich. Und wir sind sehr dankbar und froh, dass er nicht abgesagt hat, sondern dass er gesagt hat, er möchte diesen Vortrag sehr gerne halten. Da bitte ich um Verständnis dafür. Ja, wir haben einen Nachmittag und auch Abend vor uns, der geballt Philosophie und Psychologie gebündelt auf Sie bringen wird, sofern Sie sich für beides interessieren, also nicht nur für den Nachmittag, sondern auch für den Abend. Und jetzt am Anfang steht eine große Frage, vielleicht die größte Frage im Leben des Menschen, die Frage nach dem Sinn. Ich traue mich jetzt fast nicht zu sagen, die Frage nach dem Sinn des Lebens, denn ich habe bei Viktor Frankl, der heute auch eine Rolle spielen wird, klarerweise, ein Zitat gefunden. Die Frage ist falsch gestellt, wenn wir nach dem Sinn unseres Lebens fragen. Das Leben ist es, das Fragen stellt. Wir sind die Befragten, die zu antworten haben. Eine interessante Perspektive. Also es geht darum, wozu wir da sind. Und das ist auch der Titel, den unser Vortragender gewählt hat, wozu wir da sind. Und er wird uns präsentieren Sinneinsichten aus Logotherapie, eben nach Viktor Frankl, und auch aus der Sterbeforschung. Das ist ein Spezialgebiet auch seiner eigenen Forschung. Professor Alexander Batthyány ist bestens vertraut mit Viktor Frankl. Er hat den Viktor Frankl-Lehrstuhl für Philosophie und Psychologie an der Internationalen Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein inne. Er ist, ich muss das ablesen, weil es so kompliziert ist. Er ist Direktor des Forschungsinstituts für theoretische Psychologie und personalistische Studien an der Pászmány, ich hoffe, Pászmány Universität in Budapest. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hat einen Lehrauftrag in Moskau wahrgenommen, aber auch in den USA hat er geforscht, zumindest, oder forscht er, das, ja, genau. Ich habe gehört von der Frau Mamadi, die auch hier ist, dass jetzt seit Corona ein bisschen mehr auf online auch geht, dass sie nicht mehr so viel reisen müssen. Aber sie sehen quer durch Europa, eigentlich rund um die Welt. Professor Batthyány ist auch der erste Herausgeber des Gesamtwerks von Viktor Frankl in 14 Bänden und schreibt nebenher selber Bücher und Artikel und vieles mehr. Ein einziges Buch möchte ich gerne erwähnen, weil es ganz neu ist. Das hat er gemeinsam mit Elisabeth Lukas, ich glaube, das war die erste Schülerin von Viktor Frankl oder eine Die Schülerin. wichtigste Schülerin und meine Lehrerin obendrein, Ja. ja. Und sie gemeinsam haben ein Buch herausgegeben, Die Welt ist nicht heil, aber heilbar. Das ist 2023 jetzt erschienen. Ja, Interessen habe ich schon genannt. Existenzialistische, psychotherapeutische Schulen oder psychiatrische Schulen, Theorie und Ideengeschichte der Psychologie und die Psychologie von Tod und Sterben. Und nebenbei und überhaupt ist er viel gefragter Referent, auch von uns gefragter Referent Okay. und Vermittler der Sinneinsichten, auf die wir uns jetzt sehr freuen. Und No. vielen Dank, dass Sie sich jetzt die Zeit. Ja, ich danke Ihnen und ich danke erstens für die Einladung, zweitens jedem und jeder, die gekommen sind. Fühle mich geehrt und ich wäre natürlich gerne bei Ihnen im wunderschönen Erzbischöflichen Palais. Das ist ja ein wunderschöner Raum da. Also gut, fangen wir es an. Ich werde heute wieder sprechen zum Thema, wozu wir da sind. Ich habe das so in Erinnerung, dass mir der Titel gegeben worden ist von den Veranstalterinnen und Veranstaltern. Und das ist auch mein Einstiegspunkt. Und zwar, warum eigentlich? Und das sozusagen, ich habe von der Gliederung Folgendes vorgestellt. Ich werde am Anfang allgemein ein bisschen sprechen über warum und was für einen Zugang oder welche Zugänge präsentieren wir hier und welche schauen wir uns an. Das ist A, die Logotherapie, also eine Schule der Psychotherapie. Und zweitens, die Sterbeforschung, die ja eigentlich gar nicht so sehr in einer Disziplin zu Hause ist, weil Tod und Sterben, davon ist ja sämtliches menschliches Dasein und folglich auch jede Fachwissenschaft mit betroffen. Soziologie, Psychologie, Philosophie und Theologie natürlich und so weiter und so weiter. Und ich werde so versuchen zu erörtern, warum überhaupt und was können uns diese beiden dazu sagen, zu dieser Frage, wozu wir da sind, nicht? Und das Zweite,
Der zweite größere Block wird sein, ich habe das gemerkt in den letzten Jahren, dass egal, ob man vor Fachpublikum spricht, vor Studenten und also vor Studierenden oder im Allgemeinen, dass es einfach mehr bleibt, mehr übrig bleibt, mehr auch im Gedächtnis, auch mehr verwertbar fürs eigene Leben. Und darauf soll dieser Vortrag schon hinzielen, dass es auch irgendwie lebbar ist, das Ganze. Einige Einsichten, die ich gewinnen durfte, die ich eigentlich mehr gelernt habe von den Leuten, die wir befragen, vielleicht in den letzten Lebenswochen, Lebenstagen, manchmal auch Lebensstunden, nicht? Und also das ist der zweite, der Hauptblock. Und das konvergiert, also sprich, stimmt überein und fügt sich gut zusammen mit vielen von dem, was Viktor Frankl sagte. Und das wiederum fügt sich sehr zusammen mit dem, was auch viele Weisheitstraditionen und natürlich vor allen Dingen das Christentum auch zu sagen hat dazu. Vielleicht unter einem anderen Blickwinkel, vielleicht mit anderen Begriffen, aber am Ende ist es alles schon sehr konvergent, also ist es alles schon sehr in eine Richtung weisend. Ja. Und als drittes ist es angesprochen worden, freue ich mich sehr auf Ihre Fragen. Ich finde es immer schön, erstens spannend für den Vortragenden, weil er ja nicht weiß, was für Fragen kommen. Und es ist auch schön, in den Dialog zu kommen. Und also, wenn Ihnen Sachen währenddessen sozusagen bemerkenswert oder anmerkungswert oder auch hinterfragenswert erscheinen, bitte merken Sie sich, und dann können wir am Ende noch sozusagen eine Einheit machen, indem wir Fragen beantworten oder Fragen besprechen. Es ist nicht nur, dass ich der Antwortende bin, sondern es sind ja im Leben ist ja irgendwo jeder Fachmann oder Fachfrau, nicht? Ja. Nun, warum also, das ist die erste Frage, warum diese, kurz gesagt, die Frage, die sich zunächst einmal stellt, ist, warum diese beiden Disziplinen, eine Psychotherapie und die Sterbeforschung, uns überhaupt Auskunft geben sollen, können sollen, über die Frage, wozu wir eigentlich da sind, warum wir hier sind, ja, welche Rolle, welche Bedeutung unser Leben hat. Ja. Bei der Sterbeforschung ist das eigentlich auf den ersten Blick hin relativ leicht erkennbar und es ist dieser Frage auch ansehbar, warum sie uns darüber Auskunft geben kann, weil, ich meine, spätestens seit Kierkegaard, der den Tod als Erkenntnismoment des Daseins überhaupt betrachtet hat, weiß man das, aber aus der Alltagserfahrung auch, die Frage, welchen Sinn ein Leben hatte, welchen Sinn mein Leben hatte, ja, die kann man dann am besten beantworten, wenn das Leben, wenn die Tür sich schließt, wenn das Leben zu Ende geht. Und wir kennen das tatsächlich, jeder Roman, jeder Film, jedes Theaterstück, die gesamte Fülle seiner Bedeutung sozusagen wird sichtbar, offenbart sich sozusagen Richtung Ende. Ja? Und also sprich, man muss den Film, man muss das Buch zu Ende lesen, um zu wissen, was da gespielt wurde. Und nicht nur was, sondern warum es so und nicht anders gespielt wurde. Ja? Und genauso ist es bei der Sterbeforschung tatsächlich, lernt man wirklich sehr, sehr viel von Menschen, die das Glück haben, kognitiv klar und wach und auskunftsfähig und auch auskunftsfreudig zu sein, über das, was es bedeutet, lebendig gewesen oder lebendig da gewesen zu sein, ja. Und vielleicht auch manchmal, was sie hätten anders gemacht, wenn sie gewusst hätten, was wir eh alle wissen, nämlich, dass unser Leben einmal zu Ende geht, ja. Also das Verstehen von Anfang und Ende her hat schon eine gewisse Bedeutung, ja. Also so viel zur Sterbeforschung gesagt, da ist sozusagen, da offenbart sich sozusagen vom Thema selbst her, warum das eine interessante und bedeutsame Wissenschaft dafür ist. Die Logotherapie hingegen ist eine Psychologie, eine Psychotherapieschule. Ja? Und es ist eigentlich gar nicht ausgemacht, warum die Psychologie oder Psychotherapie und die klinische Psychologie besonders aussagekräftig und aussagefähig sein könnte, ja, zur Frage, wozu wir da sind. Ja? Und das ist auch eine recht neue Entwicklung. Die Psychologie eigentlich hat angefangen, es ist eine sehr junge Wissenschaft, vor ungefähr 160 Jahren durch Wilhelm Wundt in Deutschland und dann Europa und William James in Amerika, der in Harvard das erste Institut gegründet hat, überhaupt das allererste Psychologieinstitut. Und am Anfang war die Frage, die die Psychologen beantworten sollten, wichtig, aber bei weitem nicht so gewichtig wie die Frage nach dem Lebenssinn. Es war die Frage, wie funktioniert Gedächtnis? Was ist Verhalten, was ist ein Reflex gegenüber einer bewussten Bewegung, also einer gewollten Bewegung und so weiter, wie funktioniert Wahrnehmung. Und diese junge Wissenschaft hat Ebbinghaus hat das so gesagt, sie hat eine lange Geschichte
Nein, sie hat ein langes Leben, aber eine sehr kurze Geschichte. Insofern, sie fängt eben erst 160 Jahren an. Aber natürlich, wenn man sich Aristoteles anschaut, die Tragödien, das Alte und das Neue Testament und so weiter, Thomas von Aquin, dann Augustinus im 10. Buch über das Gedächtnis nachdenkend, ja, gab es Psychologie, also die Frage nach, wie tickt der Mensch eigentlich, was ist Erleben, was ist Verhalten, die gab es viel länger. Ja. Aber die Psychologie trat eben als Wissenschaft und nicht mehr als Offenbarung oder bloße poetische Lebensschau recht spät auf den Plan und hatte gar nicht lange Zeit, sich ausschließlich den eigentlich ihr zugedachten Themen zu widmen, weil sehr bald, ungefähr vor 60, 70 Jahren oder 100 Jahren eigentlich, fing das an, dass ihr noch weitere Aufgaben in die Wiege gelegt worden sind, ja, nämlich was will der Mensch, also Motivationstheorie, was macht den Menschen glücklich? Und auf einmal, ja, wenn man diese Frage stellt, was schenkt den Menschen Erfüllung? Und auf einmal wird aus dem Versuch, eine geordnete Wissenschaft zu betreiben, ein viel, viel größeres Feld. Ja. Die Psychologie sollte also Antwort auf diese Fragen geben. Und da ist etwas Interessantes passiert, nämlich da wurde die Psychologie ganz schnell, ja, von einer Einzelwissenschaft, die sich so eben um Gedächtnis, Wahrnehmung und so weiter kümmert, Reflexe und erlerntes Pavlov und so weiter, wurde mit einem Male eigentlich eine Wissenschaft, nicht nur eine, sondern beinahe die Wissenschaft vom Menschen. Ja. Und da passierte im Nebenbei eine ideenhistorische Wende, die wir heute spüren. Das klingt jetzt alles etwas abstrakt, aber das ist hineingewoben in unseren heutigen Zeitgeist, dass wir den Blick vor allen Dingen lenken auf das Subjektive, sprich, wie empfindet der Mensch, wie empfinde ich. Ja. Und natürlich nicht nur, wie empfindet er, wie will er empfinden. Die meisten Menschen wollen gerne Glück erleben, also soll das die Psychologie beantworten. Aber auf einmal wird der Blick gelenkt auf das Subjektive. Und so wird die Psychologie, weil ja überall Menschen sind, wo sich Menschen mit Menschen beschäftigen, von einer Einzel- zu einer beinahe Universalwissenschaft. Sie soll wirklich sehr viel beantworten. Und das merkt man jetzt mal aus Wien und in Wien sprechend, allein daran, ja, dass Sigmund Freud geschrieben hat über den Moses des Michelangelo. Eigentlich ein Thema der Kunstgeschichte. Über die Atombombe. Ja. Und über die Dampfmaschine. Also über viele, viele Themen, von denen man denken würde, eigentlich als Psychologe scheut man sich ein bisschen zu dilettieren auf Gebiet, auf dem man gar nicht ausgebildet ist, aber es ist sozusagen von der Welt an die Psychologie herangetragen worden und ich glaube, es ist ein bisschen zu dankbar angenommen worden, diese Bitte, dass die Psychologie doch eigentlich für nahezu alles zuständig ist. Ja. Aber kommen wir zurück zur Frage, was macht den Menschen glücklich? Und jetzt muss man sagen, jetzt gibt es ja Psychologie-Departments in nahezu, nein, in jeder Universität, die was auf sich zählt, also sprich eigentlich wirklich in jeder, ja. Und es ist viel Forschung, es sind Unmengen Bücher geschrieben worden. Gehen Sie ums Eck in die Dombuchhandlung, die Psychologie ist beinahe so groß wie die Theologie, nämlich von der Menge der Bücher. Aber eine Frage muss man sich schon stellen: Wo ist denn eigentlich unser Glück geblieben? Ja, nach all dieser Forschung. Und das muss man noch dazu sagen, wir leben heute in Zeiten, noch nie hatte, keine Generation vor uns hatte so viele Möglichkeiten und so viel finanzielle und soziale Absicherung, zumindest mal für Amerika und Europa und Japan und einige andere Länder, Korea gesprochen. Noch nie hatten wir so viele Möglichkeiten, hatten überhaupt so viel, ja. Und trotzdem scheint es, sofern man das einigermaßen ermessen kann, dass kaum eine Generation so unglücklich und so getrieben und so habgierig, und das ist ja oft Ausdruck von Unglück irgendwo, das man kompensieren muss, ja, wie die unsere, ja. Also irgendwas, und keine Generation, so scheint es ein bisschen, ist auch so mitleidslos und vereinzelt und entfremdet wie die unsere. Also daraufhin scheut man sich sozusagen etwas, wenn die Psychologie Antwort geben soll auf die Frage, wie der Mensch glücklich werden soll, gar noch seinen Lebenssinn finden soll, ja, und sich zugleich zeigt, dass was immer da geschehen ist, was die Psychologie beigetragen hat, nicht notwendig zur Besserung beigetragen hat. Ja. Und interessanterweise, ich sage das jetzt im kirchlichen Kontext, weil ich ja in einem kirchlichen Kontext spreche, hat ich würde sagen, diese starke Verbreitung in nicht eigentlich Stammgebiete der Psychologie auch vor der Kirche nicht sehr Halt gemacht. Ja. Also seit den 70er Jahren, wenn man da ein bisschen verfolgt, was an
praktischer Theologie und an Angeboten herangetragen wird. Nur wie oft findet man Meditationsangebote statt Gebetsangebote? Und das ist keine Kritik, aber es ist eine Feststellung. Denn die Meditation ist ein rein innerpsychischer Zustand der starken Entspanntheit und der Atem ist ruhig und die Pulsfrequenz niedrig und so weiter. Aber es ist ein Zustand, dem es vollkommen ausreicht, ein Zustand zu sein. Es gibt keinen Gegenstand, kein Du mehr. Ja, ich denke an Martin Buber, ich und du. Das Gebet ist ja weniger ein psychologisches Phänomen als ein Gespräch mit jemand, ja, also ein Dialog, nicht? Und das Thema der Achtsamkeit, ich werde darauf noch kommen, was ja rundum ein sehr aktuelles Thema ist, Achtsamkeitsmeditation. Aber irgendwo ist die Frage, Achtsamkeit ist eine reine Frage, wie ich meine Aufmerksamkeit steuere und nicht so sehr eine Frage, in welcher Weise, ob liebevoll, ob barmherzig, also das sind eigentlich Kernthemen der Kirche sind. Also kurzum, ich glaube, ich muss es nicht lange beweisen. Hier im Publikum werden vor allen Dingen Menschen sitzen, die sich interessieren und die am Zeitgeist und auch intellektuell daran teilnehmen. Ich glaube, es ist umfassend feststellbar, ein sehr starker Blick auf das Subjektive, wie empfinde ich, ja. Und naja, in alledem, und jetzt werde ich versuchen, die Folien aufzumachen, und Sie müssen mir sagen, ob das klappt. So, und ich würde ganz gern, das ist das, was ich bisher gesagt habe, ja, das hier, dieses Bild, ja, es gibt eine neue Bewegung in der Psychologie seit dem Jahr 2000, ja, da ist ausgerufen worden, die Geburt der positiven Psychologie. Und die Idee ist nicht positives Denken, sondern die Idee ist, dass die Psychologie doch bitte sich auch kümmern möge, nicht nur darum, was im menschlichen Leben alles schiefgehen kann, das ist eines der Fachgebiete, sondern auch schauen darauf, wie der Mensch eben glücklich und eben Frieden und Glück findet. Und das ist die Einstiegsseite, zumindest war das, als ich das runtergeladen habe, das ist ungefähr ein paar Monate her, von der positivepsychology.com, also von der Urseite dieser Sache. Ja. Und jetzt, ich frage Sie und ich frage meine Studierenden immer wieder, was fällt Ihnen an diesem Bild auf? Und ich höre gar nichts, aber ich kann es Ihnen sagen, es ist einfach nur ein einzelner Mensch zu sehen. Der ist ganz und gar alleine und mit sich und seinem Glück und seinem Frieden. Ja. Nun ist der Mensch, aber wenn er ganz alleine ist, erstens nicht besonders glücklich und irgendwie ist das Dialogische vollkommen abhanden gekommen. Hier haben wir wirklich ein Subjekt mit sich und der Welt zufrieden, aber das ist noch relativ wenig gemessen daran, wie dialogfähig der Mensch seiner ganzen Struktur her, auch seiner neuronalen, seiner biologischen, seiner gesamten, geschweige denn psychischen und geistigen vor allen Dingen Struktur her ausgerichtet ist. Ja? Und hierzu, zu dem von mir eben angesprochenen Defizit, also sprich, wir haben da diese Frage, die steht im Raum, wie kann der Mensch erfüllt werden? Ja? Und die Frage geht leer aus. Und die Psychologie hat eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel Antwort darauf gefunden. Ja? Frankl kam und Viktor Frankl, der ja ein Schüler von Sigmund Freud war für eine Weile und dann da verstoßen wurde, ein Schüler von Alfred Adler war und dann sozusagen weiterging, ja, der hat gesagt, das Problem ist nicht so sehr die Antwort, das Problem ist die Frage. Wie werde ich glücklich? Wie finde ich sozusagen meins? Ja? Frankl meinte, wenn ich nur schaue auf die Frage, was ist gut für mich, also wie sozusagen auch die Sinnfrage kann man ja nur in den Dienst dessen, also könnte man, wenn es schief geht, in den Dienst dessen, dass man sich gut fühlt, wenn man ja Sinn erfüllt, ja, da hat Frankl gesagt, nein, das Problem ist die Frage. Die eigentliche Frage müsste nicht lauten, was ist gut für mich? Übrigens ist es die Frage, die Patienten, und je unglücklicher, desto stärker stellen sie sich, was ist gut für mich? Ja? Die reife Frage, die eigentlich menschlichste aller Fragen wäre, wozu bin ich gut? Ja. Und ich möchte das kurz, Sie sehen ja hier zwei Stichworte, Selbstverwirklichung, ein sehr modernes Wort, und Sinnerfüllung, ein noch nicht so sehr modernes Wort leider. Das möchte ich an einem Beispiel illustrieren. Ich hatte das große Glück und die große Ehre, noch die letzten beiden Vorlesungen Viktor Frankls auf der Uniklinik, also im AKH, heute MedUni, zu hören. Und ich war ein junger Student und er war schon 91 und war begeistert und habe natürlich bei der letzten Vorlesung möglichst viele Freunde mitgebracht. Und wir saßen da und hörten ihm zu und am Ende konnte man Fragen stellen. Ja. Und dann stellt obendrein noch ein guter Freund von mir, die Frage an Frankl und sagt, ja, Professor Frankl, was halten Sie denn von dem Konzept der Selbstverwirklichung?
Ja, also ich bin versunken im Stuhl, weil ich hatte im Ohr, wie sehr Frankl dieses Konzept kritisch beäugte. Nun, Frankl antwortet wie folgt. Er denkt kurz nach und dann sagt er Selbstverwirklichung, naja, ich habe nur eine Bitte an Sie. Und das waren eigentlich nahezu die letzten Worte, die er da öffentlich gesprochen hat, das war die letzte Vorlesung. Ich habe nur eine Bitte an Sie. Bitte verwirklichen Sie nicht alles, was in Ihnen schlummert. Verwirklichen Sie nicht alles an sich. Verwirklichen Sie nur das, was es wert ist, erfüllt zu werden. Das, von dem Sie sagen können, es ist besser, also es ist gut, dass es da, dass ich es verwirkliche. Aber bitte nicht alles, denn in uns, wir alle haben viele, viele Seiten, viele Aspekte und die Fähigkeit des Menschen liegt ganz wesentlich darin, jene auszuwählen, die wertvoll sind. Ja, und dann sozusagen im Vorübergehen beantwortet er im Lebensvollzug die Frage, wozu er gut ist. Ja. Gut, aber, und das ist natürlich die Frage, die wir dann auch wir Studierende dann später lange diskutiert haben, nach diesem doch recht eindrucksvoll, wenn das so ein älterer Herr sagt, Antwort, aber wollen wir nicht trotzdem Hand aufs Herz alle glücklich sein? Ja? Und jetzt kommt die Psychologie doch auf eine interessante Weise ins Spiel, weil sie sozusagen verweist auf die Tür in andere Disziplinen und in andere Lebensbereiche. Und das ist ganz wesentlich, denke ich, das, was die Logotherapie sozusagen auf die Landkarte nicht nur der Psychologie, sondern allgemein der Kulturgeschichte und der Gegenwart geschrieben hat. Ja. Nämlich, es gibt bestimmte Aspekte im Glücklichsein, die verraten uns dann doch viel mehr über unser Sollen und über Können, über unser Wesen, als man glauben möchte. Das erste ist, eigentlich sind es drei Punkte. Ja. Das erste ist, dass diese Frage nach der Glückshypothese, sprich, dass wir alle unbedingt glücklich werden wollen, das glaubt man im Westen, dass das selbstverständlich sei. Und ich war sehr überrascht, wie ich zur Zeit von Fukushima, also keine Ahnung, vor 8, 9 Jahren, in Tokio unterrichten durfte. Und da stelle ich das vor, dass es ein Problem sei. Und die Japaner schütteln, und zwar Ärzte und Psychiater und Psychotherapeuten, schütteln den Kopf und sagen, klären mich eigentlich auf. Ja? Es ist in anderen Kulturen, zum Beispiel in Japan, überhaupt nicht richtig so, dass der Mensch. Dass wir den Menschen unterstellen können, dass er vor allen Dingen sein eigenes Glück sucht. Ja, im Gegenteil, und es gibt dazu auch Studien von Rifk, eine große Studie mit ungefähr 25.000 Probanden, also eine wirklich echte Stichprobe, eine kulturvergleichende, sondern es ist im Gegenteil so, dass zum Beispiel in Japan, wenn eine Person übermäßig viel Glück hat und der Nachbar nicht oder sogar die anderen Familienmitglieder, also im Gemeinschaftsverbund, ja, dann ist das den Leuten suspekt, weil man viel mehr in der Verbundenheit denkt. Ja? Also wenn man viel mehr gemeinschaftlich denkt und irgendwie denkt sich, es ist einfach das Gleichgewicht der Welt, ist ganz gehörig, das ist immer wirklich ganz gehörig außer Lot geraten. Ja? Wenn es mir unglaublich gut geht, während der Nachbar verarmt oder krank oder einsam und so weiter ist. Ja? Also diese reine, das, dann ist auch. Vielleicht, wenn man sozusagen die Datenlage sich anschaut und versucht sein möge, sich zu denken, dass der Mensch doch vielleicht etwas egoistisch sei, vielleicht ist es nicht überall gleichermaßen. Ja. Der zweite, das ist der erste Punkt, der sozusagen dieser einseitigen Glücksfrage ein bisschen sozusagen den Wind aus den Segeln nimmt. Das zweite ist einfach die Gegebenheit der Welt und der Conditio humana, der menschlichen Bedingtheit einfach unseres Daseins. Nur was ist denn mit der Sterblichkeit? Oder der Tatsache, dass jedes Leben, es ist hineingewoben in unser Dasein, ob wir es wollen oder nicht, es ist so Leid. Und in dem Maße, wo wir in der Lage sind zu entscheiden, was wir tun, also sprich ein Minimum an Eigenverantwortung haben, werden wir nicht immer nur Leistung und nicht immer nur Gutes bringen, sondern manchmal auch unsere eigenen Fähigkeiten und unser Gewissen vielleicht, naja, verraten oder dran vorbeigehen, wir sind mit anderen Worten schuldfähig. Ja? Und Schuld lässt sich überhaupt sehr schwer mit der Glückshypothese so stark übereinstimmen. Ja? Ein weiterer Punkt, und das ist dann spätestens an dem Punkt, sagen die Studenten, da könnte was dran sein, es funktioniert einfach nicht. Wenn wir unser Leben sozusagen ausrichten, primär ausrichten nach der Frage nach unserem eigenen Wohlergehen. Und es gibt dazu einfach, und es führt jetzt schon ganz direkt zum Wozu hin, ja. Normalerweise, logisch, in der Physik genauso wie in der Biologie, genauso wie menschlich auf der Ebene des Menschen,
Wenn ich etwas haben möchte oder wohin möchte, dann wählen wir den direkten Weg. Also ich greife zu meiner Kaffeetasse nicht mit Umweg, sondern indem ich einfach darauf hingreife. Ja? Also, und das Gleiche gilt für andere Sachen. Wir streben also bestimmte Dinge, die wir wollen, direkt an. Sofern sie, und das ist jetzt der große Punkt, sofern es in der Struktur unserer Struktur, unserem Wesen und in der Struktur, in der Geschaffenheit der Welt liegt, dass das so funktioniert. Und jetzt zeigt sich interessanterweise, dass alle jene Dinge, die wirklich an die menschliches Leben wirklich existenziell und zwar echt bereichern, also nicht irgendein Gegenstand, den wir kaufen, der uns ein paar Tage, Monate vielleicht interessiert, sondern Dinge, die wirklich Leben erfüllbar, also zur Erfüllung bringen, Glück, Entspannung, Liebe, Glaube, Liebe, Hoffnung, dass all das nicht direkt intendierbar ist. Mit anderen Worten, ich kann es nicht. Ich kann es versuchen, es direkt anzustreben, aber ich bekomme alles außer dem, was ich gerne haben möchte. Ja. Um zu lieben, und wie einfach wäre das Leben und wie seltsam hohl wäre die Liebe oder flach, ja, kann ich mich nicht entscheiden zu lieben, sondern jemand muss mir liebenswürdig begegnen und ich muss die Fähigkeit haben, seine oder ihre Liebenswürdigkeit wahrzunehmen. Und ich muss bereit sein, das Risiko einzugehen, dass Liebe und auch entsprechend den Gewinn, den Liebe mit sich bringt. Wenn ich mich entspannen möchte, kann ich nicht einfach sagen, ich entspanne mich oder ich will mich entspannen gerade. Das geht erst recht schief. Ja? Oder wenn ich glücklich sein will, dann kann ich nicht sagen, ich will glücklich sein, beziehungsweise man kann es sagen. Aber schauen Sie sich einmal an, oder ich kenne es ein bisschen, die Seminare, die sagen, wie man glücklich wird und wie verbissen. Also nicht Glück, sondern man kriegt Härte, man kriegt sozusagen das verbissene, verkrampfte Ankämpfen ums Glück. Jetzt will ich aber glücklich sein. Und naja, also auch in der Literatur, auch in der psychologischen Populärliteratur findet man das immer wieder, dass man Leuten sagt, die vielleicht in der Midlife-Crisis sind, und ab jetzt denken sie nur an sich, denken sie an sich, kümmern sie sich um ihr Glück. Auch manche Psychotherapeuten mögen das raten. Aber dann schaut man sich an, was daraus wird. Ja? Die Leute werden nicht glücklich. Weil Glück entsteht durch Geben. Glück entsteht, indem man in den Dialog des Lebens eintritt. Mit anderen Worten, Glück braucht einen Grund zum Glücklichsein. Und die Liebe braucht einen Grund, in dem Fall jemand, nicht etwas, um sozusagen, um sich zu entfalten, um Raum einzunehmen, um unser Herz zu erwärmen. Ja? Und jeder, das ist interessanterweise der einzige Cartoon, den Frankl je verwendet hat in seinem Buch Ärztliche Seelsorge, ein ganz ernstes Buch, aber da sagt er das Beispiel, ja, wie verkrampft ist das Lächeln, wenn der Fotograf sagt, bitte lächeln Sie. Und weil man lächeln oder lachen tut, wenn man einen Grund hat, ein Witz zum Beispiel, irgendwas Witziges geschieht. Ja? Also das direkte Anstreben verkrampft und ich bin immer überrascht. Es gab, ich bin ja, ich habe ja promoviert bei Professor Gutmann, der ein berühmter Neuropsychologe war und oder ist und vor allen Dingen auch geforscht hat über Meditation und Entspannung und so weiter, einer der ersten überhaupt im europäischen Raum, der es auch neuropsychologisch untersucht hat. Und es erschien in den 70er Jahren ein Bestseller von Jacobson, ja, mit dem Titel You Must Relax. Sie müssen entspannen. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, und ich verstehe es bis heute nicht, wie dieses Buch ein Bestseller, ein Weltbestseller werden konnte. Denn wenn man das hört, You Must Relax, man spürt die geballte Faust, aber gewiss keine Entspannung. Wäre der Buchtitel, es ist vollkommen egal, ob sie sich entspannen oder nicht, ja, dann wäre man entspannt, oder? Sie verstehen, was da gespielt wird, ja? Ich hoffe, ich bin noch hörbar und sehbar. Gut. Also, das Problem, also diese alten Sichtweise, und das ist ja, wie gesagt, also, das hat sich noch nicht überall rumgesprochen, dass das nicht so richtig funktioniert und die Bestseller sind nach wie vor voll davon und sie verkaufen sich auch jedes Jahr aufs Neue, so gut, weil die Leute eben nicht glücklich werden, daraufhin immer mehr Bücher kaufen müssen, die ihnen zeigen, wie man so glücklich wird. Ja. Das forcierte Streben nach angenehmen Gefühlen ist eine Versuchung, ich rede jetzt psychologisch, ja, eine psychologische Versuchung, aber sie führt nicht zu dem, was erreicht werden möchte. Wir brauchen einen Grund. Ja. Und das Zweite ist, wenn wir allein nach unseren Gefühlen gehen, dann machen wir uns abhängig von Faktoren, die wir überhaupt nicht in der Hand haben. Ja? Nämlich ein Großteil dessen, was uns widerfährt, widerfährt uns schicksalhaft oder als, einfach als Gegebenes der Welt, aber nicht so sehr Sachen, die wir quasi jetzt aus uns heraus, wir können nicht bestimmen, wie andere Leute sich uns gegenüber verhalten, was sie von uns denken, wie sie uns empfinden und so weiter. Also davon sich abhängig zu machen, heißt,
die das Steuer seines Lebens in die Hand des Schicksals, des Zufalls, wo auch immer man glaubt, zu geben. Und das nächste Problem, darauf will ich hinweisen, weil es sozusagen das Ganze noch vertieft, ja. Gefühle sind, kurz gesagt, kein Selbstzweck, sind Reaktion, sind ein Echo auf etwas, ja. Und ich will es vielleicht, das ist wahrscheinlich gar nicht gut sichtbar, ich erkläre das ganz kurz, ja. Und nun hört man allenthalben, weiß man, hat sich rumgesprochen, dass ein gewisses Selbstbewusstsein im Beruf und im Sozialleben ganz gut von Vorteil sei, ja. Also ein gewisses Selbstwertgefühl, ja? Ein Wissen, dass man gut ist. Und das hat sich also so rumgesprochen, dass es das auch für Jobinterviews wichtig sei und bei Gehaltsverhandlungen und so weiter. Und wenn man dann in die Buchhandlung geht oder im Internet nachschaut, how to gain self-esteem, wie man Selbstbewusstsein steigern kann, dann hört man immer wieder und immer wieder denselben Tipp oder Trick, nämlich der lautet kurz gesagt, reden Sie es sich ein. Sagen Sie sich 10, 20 Minuten, ich bin gut, ich bin stark, ich nehme Raum ein, die Leute sind fasziniert und so weiter. Tun Sie das, ja. Und dann soll das schon irgendwie wirken. Und wie gesagt, das wiederholt sich seit ungefähr seit Dale Carnegie, also sprich seit 19, ich glaube 52, immer und immer wieder in Amerika und auch jetzt auch mit überall eigentlich liest man das, ja. Und irgendwann fragte mich eine Studentin, hat eigentlich irgendwer überprüft, ob dieser ständig gehörte Tipp oder Trick, dass das auch funktioniert. Naja, und dann hat sich gezeigt in der Literaturrecherche keine Spur. Wir wissen gar nicht, ob das überhaupt wirkt. Und daraufhin meinte die Studentin, gut, sie möchte das gerne testen. Und das ist sehr einfach geschehen. Und zwar, wir haben also 20 Studierende, nein, also 40 Studenten genommen, in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat zum Zeitpunkt 0, da gibt es einen Test über Selbstwertgefühl, die Rosenthal Self-Esteem Scale heißt es, die ist sehr zuverlässig und sehr gut, ja, und sehr kurz. Und die haben das ausgefüllt zum Zeitpunkt 0. Das ist der erste Kreis, da wo 2,1 und 2 steht, ja. Und also alle 40 Studenten hatten denselben Wert und es ist der typische Wert, den jemand hat, wenn er ins Labor geht und sich ganz gut fühlt, aber auch nicht ganz sicher ist, was mit ihm als nächstes passiert, was machen die Psychologen für ein Experiment mit mir. Ja, also sicher, aber realistisch, ein bisschen unsicher auch, ja. Gut. Gruppe 1, sie stellt den grauen Pfeil, also die graue Linie dar, ja, sollte dann lesen einen Text von Dale Carnegie, eben eigentlich dem Gründungsguru dieses so positiven Selbstgespräches, ja. Und die sollte das anwenden und sich also einreden, ich bin stark, ich fühle mich gut, ich und so weiter und so weiter. Und die andere Gruppe mit dem gelben Pfeil, gelben Strich, die sollte lesen einen affektiv, also emotional total neutralen Text. Wir haben lange überlegt, am Ende haben wir einen Text genommen über die Navigation der Zugvögel. Das ist wirklich sehr unemotional, es ist spannend, aber sehr unemotional. Das haben die gelesen, ja. Und nach ungefähr 15 Minuten, nachdem sich die graue Gruppe, also unsere Experimentiergruppe, diesen Self-Talk gegeben hat, ja, haben wir noch einmal diese Rosenthal Self-Esteem Scale den Leuten gegeben. Und wir sehen, dass der Text über die Zugvögel eine normale Schwankung, aber keine Veränderung gebracht hat. Interessant, es ist 2,2, es ist ein bisschen gestiegen, weil die Versuchspersonen wohl merkten, wir wollen gar nichts Böses von denen, die müssen nur einen Text lesen, mehr nicht, und dann das war's, und halt einen Fragebogen beantworten. Aber schauen Sie sich an, die 4,4 Punkte, das ist ein extrem hoher Wert, den die Gruppe hatte, die sich diesen Selbstwert Pep-Talk gegeben hat, ja, enorm hoch. Man muss dazu eines sagen, so hoch, wie es normalerweise hypomanische Patienten in der bipolaren, also die sozusagen ungesund euphorisch sind, im Rahmen einer psychiatrischen Erkrankung, so ein hohes Selbstwertgefühl hatten die. Also auch nicht gerade. Also, aber es hat jedenfalls funktioniert. Aber nach weiteren 35, also nach Verstreichen von weiteren Minuten, 15, 20 Minuten, ja, und wir waren, Gott sei Dank haben wir das geschaut, wir wollten sehen, wie lange wirkt sowas, ja, haben wir den Versuchspersonen noch einmal diesen Fragebogen gegeben. Die orangene Gruppe zeigt wieder eine minimale Änderung. Jetzt haben sie sich gefragt, na, warum fragen die mich schon wieder? Es ist wieder etwas eingebrochen, aber minimal, also nicht signifikant, wie man sagt. Ja. Aber die Gruppe, die eben noch
sich himmelhoch jauchzend für den Allerbesten gehalten hat, ja, der hat einen Einbruch erlebt, wie man ihn jetzt wiederum diagnostisch gesprochen, eigentlich bei depressiven Patienten oft findet. Und da hat man ein ganz, ist häufig extrem gering ausgeprägtes Selbstwertgefühl, eigentlich schon mehr als das oder weniger als das, ein Selbstunwertgefühl. Ja. Und jetzt fragt man sich, was ist da passiert? Wie kann das sein? Was ist das für ein paradoxes Ergebnis? Ja. Und dafür haben wir eine weitere Untersuchung gemacht. Es gibt ein Gedankenprotokoll, das erspare ich jetzt technisch unwichtig, aber es gibt einen Weg, sozusagen in das Fenster der Seele hineinzuschauen, indem man die Leute bittet, sehr laut zu denken. Das trainiert man ein paar Minuten und dann lassen sie einen Teil haben. Was hier passiert, ist Folgendes. Der zweite, der stark die Talwärtsbewegung, ja, also von 4,4 auf 1,5, ja, die hat sich ergeben, weil die Personen sich dachten, ich fühle mich wirklich wahnsinnig großartig gerade. Aber irgendwann schaltet sich auch der Verstand, das Herz, das Gewissen, wer auch immer, welche, also irgendeine Vernunftinstanz ein. Und sie haben sich gefragt, ist das eigentlich gerechtfertigt? Und dann wird in einem Male, wurde denen in einem Mal sichtbar, die starke Diskrepanz, also Differenz, Unterschied zwischen dem, wie sie über sich denken und dem, was sie über sich wissen. Ja. Und dann, und dieses Überbetonen des Negativen, was sie über sich wissen, vis-à-vis dem, wie sie sich gerade empfinden, was sie sich gerade gesagt haben, führte dann zu diesem starken Einbruch. Ja. Also kurz gesagt, zu der Frage, ob das Ganze funktioniert, die Antwort ist rund daraus ja, aber für ungefähr 5 bis 10 Minuten. Ja. Und danach nicht mehr. Im Gegenteil, danach führt es zu einem starken Einbruch. Ja. Und warum ist das so relevant für uns? Weil das zeigt, dass wir nicht so leicht auskommen der Frage, dass wir als menschliche Wesen, dass wir als Menschen sozusagen ein Sensorium dafür haben, dass wir mit einer Welt da draußen verbunden sind und eben nicht eine Monade im Leibniz, also ein Turm ohne Fenster sind, sondern wir haben viele Fenster, wir sind eben Dialogswesen, wir sind Beziehungswesen, unserer Struktur nach, ja, und folglich funktioniert sowas nicht. Ja. Max Scheler, den manche von Ihnen kennen werden, Papst Johannes Paul II. Hat ihn als seinen großen Lehrer betrachtet, Viktor Frankl interessanterweise auch, das ist eine Gemeinsamkeit. Der hat ja mal ganz schön unterschieden zwischen, das klingt jetzt kurz abstrakt, aber ich werde es Ihnen gleich sehr einfach erklären, zwischen zuständlichen und gegenständlichen Gefühlen. Zuständliche Gefühle sind Gefühle, die man hat und die in sich vollständig beschrieben sind, wenn man beschreibt, wie man sich fühlt. Zum Beispiel Depression. Depression ist, und jetzt mal klinisch gesprochen, überkommt, wenn es jetzt krankheitswertig ist, überkommt einen, sie ist da, sie hat nicht wirklich einen Grund, aber sie hat eine Ursache und diese Ursache sind oftmals biologische Faktoren oder auch der Lichtmangel, jetzt kommt der Winter und so weiter. Es gibt aber auch die Trauer und die ist nicht nur ein Zustand, sondern die ist ganz wesentlich das Wissen um einen Gegenstand, genau genommen um jemanden, ja, wir trauern um jemanden und Frankl hat das so schön gesagt, die Trauer ist mehr als ein Gefühl. Die Trauer ist ein Wissen um jemanden, den ich liebe und nun vermisse oder auch anders gesagt, in der Trauer lebt die Liebe weiter und die Liebe ist ja auch wesentlich mehr als nur ein Gefühl, die Liebe meint jemanden. Ich kann nicht sagen, ich liebe, sondern die Frage ist, ja, wen oder was liebst du denn? Das ist also ein Dialog, ja, das ist ein, da ist der Mensch eben im ganz und gar im Ich und Du begriffen, ja. Oder Empörung und Aggression. Wir kennen das und wir, die wir Eltern von Teenagern sind, kennen das sogar noch besser, dass hin und wieder mal Aggression da ist, ja, und dann ist die Frage, wie lässt man diesen Dampf ab? Man kann ein Kissen prügeln, laut Musik hören, in den Wald hineinrufen, irgendwas machen, aber das ist in sich vollständig beschrieben, einfach als eine Überaktivität des vegetativen Nervensystems. Es gibt aber auch die Empörung, zum Beispiel über einen Diktator, der sein Volk hungern lässt. Oder ein Riesenunrecht, welches geschieht. Ja. Und dieses Unrecht schaffe ich nicht aus der Welt. Das hat ja einen Gegenstand, indem ich ein Kissen schlage oder laut Musik höre. Das wäre ein Verfehlen dessen, worum es geht. Ja. Und ich will es an einem Beispiel erörtern. Ich habe ein, ja, ich würde sagen, Hobby- oder Interessengebiet, und zwar, ich sammle mit großer Leidenschaft Psychologie- und Lebenshilfezeitschriften aus der Zwischenkriegszeit. Ja? Denn das ist ideenhistorisch spannender, als Sie jetzt wahrscheinlich glauben werden. Jedenfalls
Da ist mir das Interessante untergekommen. In München, im Schwabing, im Antiquariat finde ich eine Lebenshilfezeitschrift, die eigentlich jetzt mal von der Aufmachung her sich gar nicht so sehr unterscheidet zwischen dem, was Sie heute bei Mora war oder Thalia, was auch im Bahnhof-Zeitschriftenladen finden werden. Ja. Und die Headline, also die Überschrift, das Titelthema war: In ruheloser Zeit Ruhe finden. Wie ist das möglich? Eine Frage, die ja durchaus bleibende Aktualität hat. Ja. Und die Zeitschrift hieß Lotusblätter und Erscheinungsdatum März. Aber wie ich dann genauer hingeschaut habe, ist mir heiß und kalt geworden. Das Ganze ist in Berlin erschienen im März 1942. Und wenn Sie wissen, was im März 1942 geschah, es war Folgendes: Es war der große Beginn der systematischen Deportationen. Ja? Wohnungen wurden geräumt und so weiter. Und man weiß aus so Studien, da gibt es eine ganze, also gibt es aus verschiedenen soziologischen Studien, die Leserschaft solcher Zeitschriften damals, es war viel mehr als heute noch ein gewisses Bildungsbürgertum. Die wohnten eben in Wilmersdorf, in Grünewald, und da sind die meisten Deportationen, haben dort stattgefunden. Jetzt kann man sich fragen, auf einmal, ja, kriegt diese Überschrift eine ganz andere Bedeutung. Naja, ruhelos war die Zeit natürlich, ja. Will man wirklich Ruhe finden? Wie ist das, wie ist überhaupt quasi nicht, wie mache ich das, sondern wie ist das denkbar, ja, dass man während vielleicht ein großer Krach beim Nachbarn ist, weil gerade die Gestapo die Wohnung räumt und die Leute deportiert werden, dass man da nur seine eigene Ruhe findet? So leicht geht das nicht. Ja. Ich hoffe, Sie spüren, also Sie merken da sozusagen, was da gespielt wird, ja, wie sehr wir eben uns Unrecht tun, der Welt, dem Leben, dem Ganzen, dem wozu wir da sind, Unrecht tun, wenn wir uns nur oder primär auf das schauen, wie wir gerne fühlen möchten. Ja, das ist ein englisches Zitat, ich übersetze das gleich, das hat Frankl wunderbar formuliert, das kann man den Patientinnen und Patienten sich selber hin und wieder mal vor Augen führen. Frankl sagt, mit Blick auf das Drogenproblem, das ja ganz ähnlich ist, da geht es um einen Zustand, den man erreichen möchte, gleich was die Welt da draußen von uns abverlangt vielleicht, ja. So, jemand, der sich selber also halt berauscht, der löst kein Problem und schafft kein Unglück aus der Welt. Was er oder sie aus der Welt schafft, ist lediglich die Folge, die Konsequenz dieses Unglücks, sein Gefühl des Unglücklichseins. Ja. Und dann kommt der entscheidende Satz: Aber ebenso wenig, wie wir Dinge schaffen können, kreieren können, erschaffen können, indem wir hinschauen, ebenso wenig können wir sie aus der Welt schaffen, indem wir wegschauen. Ja. Also da ist das, da wird schon, ich glaube, es wird schon klar, was hier gerade sich nähert mit dem Wozu. Ja. Also es läuft all dies, was ich bisher gesagt habe und noch viel mehr. Ich könnte in Studien noch ein Löcher nennen, das wäre aber erstens sehr lang und zweitens vielleicht nicht so spannend. Es läuft zusammen auf die psychologische und nicht mehr nur psychologische, sondern eben auch ganz existenzielle, also geht es ins Eingemachte, Relevanz der Fragen: Fühle ich mich gut oder was ist jetzt gut, vor allen Dingen wozu bin ich gut? Ja. Ja, ganz kurzer Ausflug in die Psychologiegeschichte. Schauen Sie sich einmal an, das sind jetzt die drei großen Gründe der Psychotherapien, die aus Wien kommen, ja, und die zeigen ganz witzigerweise oder interessanter, eigentlich berührenderweise, warum welche Fragen zu bestimmten Zeitpunkten der Psychologie möglich waren. Schauen Sie auf die Sterbedaten. Ja, Sigmund Freud, der ja Lehrer von Adler war und eigentlich von Adler und Freud gewesen ist, ist gestorben und konnte noch flüchten aus Wien auf Vermittlung von der Prinzessin Bonaparte, konnte das über Nacht eigentlich machen, nach London gehen. Ja. Also dem ist das Ärgste erspart geblieben, vor allen Dingen auch Zeuge dessen zu sein, was dann geschehen sollte mit dem Holocaust. Ja. Ebenso Alfred Adler. Frankl hingegen hat das Ganze nicht nur bezeugen müssen, sondern auch durchleben müssen. Wir wissen ja, nehmen Sie wissen es auch, er ist deportiert worden, die gesamte Familie und nur er und seine Schwester von einer wirklich großen, nur diese beiden haben überlebt. Ja, sind zurückgekommen. Genau, also die Schwester ist nach Australien und Frankl ist zurückgekehrt. Ja. Und jetzt muss man sagen, er hat dieses Buch geschrieben, das werden die meisten von Ihnen kennen, unter dem heutigen Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Jetzt kurz der Vollständigkeit halber, fällt Ihnen gewiss, oder vielleicht auch nicht, aber wie ich es nicht sage, fällt Ihnen auf, das war die erste Auflage dieses Buches. Und Sie werden sehen, oder Sie sehen, es fehlt der Name des Autoren. Frankl wollte dieses Buch am Anfang gar nicht, sozusagen, wie er sagte, es war ihm sehr fern und eigentlich zuwider,
ein psychologischer, wie er sagt, Exhibitionismus. Er wollte einfach nur Zeuge geben, Zeugnis geben, ja, dessen, wie erlebt der Psychologe oder Psychologe, wie es dann noch hieß, das KZ. Ja. Und da ist die Brille, das ist die kleine Festung von Theresienstadt, die hat die Gestapo, die SS-Leute vom Gesicht geschlagen, sozusagen zertreten als Symbol des Geistes, aber es hat eben überlebt, der Geist. Ja. Nun, jetzt muss man sagen, warum hat da diese Wendung stattgefunden? Mit dem, ja. Und einfach kurz gesagt, und es war ja nicht nur Frankl, es war eine Bewegung allgemein, Kübler-Ross und andere auch. Wie realistisch, und das muss man sich in der Gegenwart einmal fragen auch, ja, wie realistisch kann die Glücksfrage in der Psychologie oder im menschlichen Leben sein, ja, nach Auschwitz und nach Hiroshima? Ja. Und Frankl hat das immer wieder, nahezu jeder Vorlesung, sprich auch in den 90ern noch, 90er Jahren gesagt, seit Auschwitz wissen wir, wessen der Mensch fähig ist. Und seit Hiroshima wissen wir, was auf dem Spiel steht. Ja? Der Mensch ist in der Tat fähig, diesen Erdball gleich mehrfach zu vernichten. Ja? Und dann gab es von Adorno, Theodor W. Adorno, Frankfurter Schule, diese Frage sozusagen, damals war die Gruppe 47, wie kann man nach Auschwitz noch Dichtung betreiben? Ja? Wie kann, das ist doch alles banal dagegen. Und Frankl ist befragt worden, was in der Buchmesse in Frankfurt. Und hat geantwortet, ja, wann, wenn nicht gerade angesichts von Auschwitz, also des, nach diesen Zivilisationsbrüchen, haben wir, hat die Dichtung, hat alles Geistige, ja, auch die Theologie und so weiter, den Auftrag, Zeugnis abzugeben, dass es auch anders geht, ja, indem man sozusagen einen anderen Kompass zur Hand nimmt, ja. Und gut, das war jetzt sozusagen die Präambel oder das, was ich vorab sagen wollte. Ich schaue kurz auf die Uhr, wir haben 10 vor 5. Jetzt gibt es noch eine dritte Quelle. Jetzt, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, das war etwas anekdotisch teilweise. Ich kann, wenn es interessiert, wir haben, ich habe David Goodman und ich haben ein dickes Buch geschrieben, über Studien, die all das, was ich bisher dargelegt habe, sozusagen auch Experimentum, also sprich anhand von Studien in ganz unterschiedlichen Ländern, also auch kulturübergreifend behandeln, bestätigen, bekräftigen oder teils auch zum ersten Mal zeigen, ja. Gut, es gibt noch eine dritte Quelle, jenseits der Analyse, das ist das Nachdenken, Experiment ist Betrachten, ja, die beiden sind wichtige Erkenntniswege. Es gibt eben noch eine dritte und das ist das Persönliche, nicht Daten, sondern Geschichten, nicht Fakten, sondern Erlebtes, Einsichten, ja, nämlich Einsichten derer, die ihr Ende im Blick haben, ja. Ich habe seit ungefähr, no, also ich glaube 15, 16 oder 17, vielleicht schon länger, angefangen, das zu einem Standbein meiner Forschung zu machen, insbesondere in Moskau, ist an dem Lehrstuhl, an dem ich eine Gastprofessur habe, die momentan ruht aus politischen Gründen, ein Hospiz affiliiert. Und da, naja, da gab es viele wertvolle Gespräche. Und es gibt eine Sache, die ich glaube, wenn Sie nicht viel mehr von diesem Abend, Nachmittag mitnehmen als das, dann ist schon sehr viel, ja. Was diese Menschen einem einhellig, nahezu alle sagen, ja, ist kein Mensch, wirklich noch keiner einziger, null, ja, fragt am Lebensende im Rückblick, wie viel er bekommen hat. Aber alle fragen in unterschiedlichen Worten und unterschiedlichen Begriffssprachen und Symbolsprachen, fragen sie, was bleibt von mir in der Welt? Was habe ich gegeben? Ja? Und irgendwann einmal, ich habe mit einer Deutschlehrerin, in Moskau, im Hospiz, da muss man eines sagen, das ist eine Moskau, wer Moskau kennt, das ist eine sehr, sehr unruhige, unglaublich harte Stadt, ja, und inmitten dem ist so ein Haus mit einem Innenhof und einem Park in einem Apfelbaum, es ist der friedlichste Ort, den man sich vorstellen kann, ja, und da saßen wir und diese Lehrerin erklärte mir etwas, was ich wirklich, also, am Ende zählt nicht, was uns widerfuhr, sondern das, was wir ausgesendet haben. Na, das habe ich jetzt gesagt. Aber sie sagte weiter, denn das gehört uns. Es gehört zu uns. Und nur das. Nicht, was wir bekommen haben. Sie sehen, ich denke, das klingt ganz gut. Was meint er damit oder was meinte sie damit? Ganz konkret, wenn jemand freundlich zu Ihnen ist, dann erleben Sie Freundlichkeit. Und das ist was Wunderbares. Es ist ja schön, als Mensch gewertschätzt zu werden. Wenn jemand unfreundlich zu Ihnen ist, dann erleben Sie Unfreundlichkeit, das ist nicht angenehm. Aber die Freundlichkeit, die der andere ausgesandt hat, die gehört ihm. Das ist sozusagen sein Lichtstrahl oder Dunkelheitsstrahl. Ja? Das gehört zu ihm. Ja? Und die Unfreundlichkeit, die gehört ihm, nicht Ihnen. Und wenn er
Verstehen Sie, dass da gespielt wird, ja? Das ist wirklich ungefähr so wie ein Himmelskörper, der, wie die Sonne, die strahlt, ja? Natürlich sind wir Empfänger ihrer Wärme, aber es ist nicht unsere Wärme, sondern diese Wärme gehört dem Körper oder in dem Fall dem Wesen, welches sie ausstrahlt, welches sie ausgesendet hat, ja? Und das bleibt von uns. Und wenn die Leute am Ende schauen, was für eine Ernte sie sozusagen ins Leben eingebracht haben, in die Welt geschafft haben, ja, dann sagen sie, das, was ich hineingebracht habe, was ich realisiert habe, das bleibt von mir. Oder anders gesagt, Frankl hat das noch viel eleganter gesagt, er meinte, was nicht geworden wäre ohne mich, also was nicht in die Welt gekommen wäre ohne mein Ja, du sollst, also Fiat, ja, du sollst sein, oder Veto, du sollst nicht sein, das zeugt von mir, das gibt Zeugnis von mir ab. Ja. Gut. Das ist einmal sozusagen die Präambel und eines der wichtigsten, ich finde, Einsichten, die man sich da vorstellen kann. Ja. Gut. Das nächste, also Ursachen, alles, was bis heute, bis zu diesem Augenblick, 16:53 Uhr, ja, passiert ist, ist in der Vergangenheit und damit unabänderlich. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Ja, übrigens auch, ja. Aber Gründe sind in der Gegenwart und sie machen alles neu, sie befreien uns. Und dazu will ich zwei Stimmen sagen. Drei. Sigmund Freud hat noch versucht, und nicht nur er, sondern eine ganze Schule rundherum und ein ganzes auch populärwissenschaftliches und übrigens auch empirisch äußerst schwach belegtes Denken, sagt, wenn wir die Vergangenheit eines Menschen kennen, dann kennen wir seine Gegenwart und eigentlich auch seine Zukunft. Und in jedem Kinofilm, in dem man Psychiater vorkommt, zumindest bis vor einiger Zeit war das noch so, sprichwörtlich, man fängt, ohne dass der was überhaupt sagt, erzählen Sie mir über sich, fangen die Leute in der Kindheit an, mit dem völlig irrigen oder mit der Grundannahme, dass wenn, so wie ich, also was mir früher widerfahren ist, prägt meine Gegenwart ganz und gar. Ja. Ist das wirklich so? Charlotte Bühler, eine Zeitgenössin von Sigmund Freud, auch Uni Wien bis 38, hat Charlotte Bühler, eben Begründerin humanistischen Psychologie und auch Kollegin von Viktor Frankl, hat Freud und dieser Schule ins Stammbuch geschrieben, den Aufruf, ja, untersuche nicht nur Menschen darauf, was sie krank macht, Kindheit, Kindheitserlebnisse. Schau dir Menschen an, die genau dasselbe erlebt haben und gesund geblieben sind, heil geblieben sind, vielleicht sogar mehr als das, gereift sind an einem vielleicht nicht immer leichten Schicksal, oder? Also die sozusagen wieder alle Prognose noch menschlich Herr geworden sind, ja, aufgrund dessen, was sie erlebt haben. Also der Determinismus, so nennt man dieses Festlegen, funktioniert nicht ganz. Und das Dritte ist die Stimme aus dem Hospiz, die sagt sowieso, ich habe das ja gerade gesagt, ja, es ist nicht das, was uns widerfahren ist, was entscheidet über unser Dasein. Oder sagen wir es anders, es sollte das nicht sein, es muss es auch nicht sein, ja, sondern wir können auch anders. Und ich will dazu eine Geschichte erzählen, die mir gezeigt wurde während meiner Psychotherapieausbildung. Da fuhren wir also irgendwie nach München zum Kurs bei Dr., also bei Fürstenfeldbruck bei München. Und eines Tages war also unser Kurs in heller Aufruhr, weil einer unserer Kommilitonen, also Mitstudierenden, einen ziemlich großen Preis von der Stadt München erhalten hat, dafür, dass er ein Kinderheim übernommen hat und dort sein Konzept der Fürsorge für Kinder aus Broken Homes, aus sozial prekären Umständen, also Vater Alkoholiker und so weiter, führt und so erfolgreich führt, dass diese Kinder wirklich blühen und gedeihen. Also Kinder, die bis dahin nicht sehr viel Liebe, nicht sehr viel Ermutigung, im Gegenteil, viel Achtlosigkeit und also Schlimmes erlebt haben, dass die auf einmal geborgen sind, auf einmal richtig als Menschen hochgeschätzt, wie es halt jeder Mensch eigentlich sein sollte, ja, hochgeschätzt, wohlwollend aufgenommen sind, ja. Und dafür bekam er diesen Preis. Nun, also wir waren natürlich alle mächtig stolz. Er war so ungefähr 45. Und meine Lehrtherapeutin Elisabeth Lukas hat natürlich auch davon Wind bekommen und sagte ihm nur, dann erzählen Sie mal im Kurswochenende, wie kamen Sie, was hat es damit auf sich, ja. Und wir dachten alle,
Das war wieder eine Logotherapieausbildung. Jetzt kommt das Übliche, das, was man hat, muss man geben und so weiter. Großzügigkeit und Wohlwollen und Liebe als Elemente menschlichen Daseins. Aber er sagte was ganz anderes. Und er fing an seine Geschichte mit einem, naja, sagen wir mal, etwas traurigen wissenschaftlichen Befund. Und der lautet folgendermaßen: Kinder, die missbraucht, also jetzt nicht sexuell missbraucht, sondern die ungeachtet, ungeliebt aufwachsen, vielleicht Gewalt erleben, die haben eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, überzufällige Wahrscheinlichkeit, dasselbe ihren eigenen Kindern später auch anzutun. Man weiß nicht genau warum, man vermutet Modelllernen, aber es ist halt eine Prägeerfahrung, ja. Eine höhere Neigung, also nicht, dass es immer, aber doch wiederholt sich doch Studie um Studie seit den 70er Jahren, also bis heute. Also das ist schon ein Befund, der Hand und Fuß hat. Ja. Und wir fragten uns natürlich, warum erzählt er uns das jetzt? Und dann sagte er, wie er aufgewachsen ist. Vater Alkoholiker, Mutter manisch-depressiv, also bipolare Störung. Das ist für Kinder besonders schwierig, weil manchmal himmelhoch jauchzend, Kinder werden geliebt, verwöhnt über alles, dann zu Tode betrübt, Mensch ist unansprechbar, emotional flach. Und so weiter. Und die Mutter hatte also eine manisch, also war manisch-depressiv und war auch völlig unzureichend behandelt. Also sprich, das war also ein Rollercoaster ohne Ende. Und es gab sehr, sehr viel Gewalt in seiner Familie. Und er war der jüngste von drei Brüdern. Und alles, er war sozusagen der Blitzableiter und dann ging es nicht weiter, war sozusagen das Ende. Alle Frustration, Gewalt und so weiter, das landete alles in seinem Schoß, landete alles bei ihm, ja. Und er beschreibt, wie er jede Nacht ins Bett gegangen ist, traurig über den vergangenen Tag und ängstlich über den nun kommenden Tag. Ja. Naja, und nur dem Ehrgeiz seines Großvaters war es zu verdanken, dass der überhaupt maturiert hat, also Abitur maturiert hatte. Ja. Und zwar nicht, weil der Großvater so liebevoll war. Das war der Vater von der manisch-depressiven Frau. Und dem war so peinlich, eine, wie er sagte, asoziale Familie zu haben, dass er meinte, wenigstens die Kinder müssen maturieren. Ja. Also zwei von denen haben das gemacht, darunter eben auch dieser Kommilitone von mir. Und er war bereits eingeschrieben, inskribiert an der Technischen Uni in München, um Maschinenbau zu studieren, also irgendwas Handwerk, also das Praktisches. Ja. Und eines Tages geht er in den Supermarkt, in den Tengelmann, wie das halt ist in München, und kauft sich Zigaretten. Ja. Und dabei fällt der Blick aufs Zeitschriftenregal und da liegt die Psychologie heute, so eine populärpsychologische Zeitschrift. Und das Heft hat ein Hauptthema, nämlich Kinder aus Broken Homes. Wie geht es denen, also was passiert mit denen als Erwachsene? Ja. Und er hat sich noch nie die Psychologie heute gekauft, aber an dem Tag dachte er sich, gut, das ist ja eigentlich, das geht mich was an. Ja? Und kaufte sich, und er sagte, er geht nicht weit. Er macht die Zigaretten auf und setzt sich auf die Park, also auf die Bank vom Supermarkt und liest das. Und dann liest er über den eben zitierten Befund, ja, über die Wahrscheinlichkeit, dasselbe auch den eigenen Kindern anzutun. Oder wenn man, und er denkt sich, um Gottes Willen, was heißt denn das? Heißt das, dass die Möglichkeit nur besteht, dass ich das meinen eigenen Kindern, was ich erlitten habe, auch antun werde und die dann ihren, werde ich quasi schuldig an meinen Kindern und Kindeskindern. Er hatte noch gar keine Kinder, es geht nur hypothetisch, ja. Wird das sein, ja? Und er sagte, nein, diese Kettenreaktion, von dem Artikel die Rede war, diese Kette, die muss abreißen. Und wenn sich jemand zum Abreißen bringen kann, dann eh nur ich, weil die Vergangenheit, da muss man jetzt keinen sehr weisen, das ist einfach, kann man eh nicht ändern, ja, aber die Zukunft kann man gestalten. Und er geht an dem Tag noch zur TUM, also zu TU München, ja, exkribiert sich aus der Maschinenbau und inskribiert sich für Psychologie. Studiert in Mindestdauer, promoviert, besucht Seminare, promoviert zum Thema Jugendfürsorge für Kinder aus Broken Homes. Wie gestaltet man eine Umwelt, damit, wenn man die später herausholt, dass man möglichst viel von dem Unheil wieder gut machen kann, was die in den ersten, sagen wir, 5, 6 Jahren erlebt haben. Da geht es um jene Kinder, die in so prekären
psychologisch prekären Umständen großgezogen werden, dass das Jugendamt sie aus der Kernfamilie herausnimmt und ins Jugendheim, in ein Heim gibt. Ja. So, und seine Professoren waren begeistert von ihm und so weiter. Und dann wollte es das Glück, der Zufall, ach wie auch immer, die Fügung, dass vor den Toren Münchens ein Kinderheim geschlossen werden sollte. Und er kriegt Wind davon, er geht zu seinem Professor und sagt, bitte, wir müssen versuchen, dass wir dieses Konzept, das er mit Summa Cum Laude und so weiter in seiner Arbeit beschrieben hat, dass wir das dort einsetzen. Und es ist tatsächlich gelungen mit viel, viel, viel Aufwand. Ja. Und das war dann eben jenes Kinderheim, was nach 5, 6 Jahren Betrieb, und es waren schon die ersten Kinder raus, also sozusagen Flügel geworden und haben sich auch bewährt im Leben, Berufsausbildung und so weiter, partnerfähig, partnerschaftsfähig, liebesfähig, arbeitsfähig. Und daraufhin hat er diesen Preis bekommen. So saß er da so vor uns. Also uns blieb der Mund offen und dann fügte er ganz bescheiden an, wisst ihr, es gibt etwas, das kann nur ich sagen. Andere Studierende müssen lernen, mühsam lernen und sich vorstellen, die Fallgeschichten, wie es ist, in einem Broken Home aufzuwachsen. Ich weiß es. Und daher weiß ich auch, was ich gebraucht hätte, als ich 4, 5, 6, 7, 8 Jahre, die Hand, die mir gereicht wird, die kann ich heute den Kindern reichen. Nicht? Und ja, jetzt muss man sagen, was ist hier gespielt worden? Also wenn man rein nach Ursachen denkt, ja, dann klar, hätte man prognostiziert, der ist halt so aufgewachsen, also musste er ein schlagender Vater werden. Ja. Wenn man nach Ursachen geht, aber wenn man Gründe hat, dann ist alles neu. Dann kommt es auf mich an. Und zwar auf mich, nicht was mir widerfahren ist, sondern auf mich heute. Ich entscheide heute. Ja. Und was war der Grund, der ihn da befreit hat? Und jetzt müssten wahrscheinlich die Theologen die Ohren spitzen. Liebe. Er hat Liebe gehabt. Liebe macht frei. Er hat die Liebe seinen noch gar nicht geborenen Kindern gegenüber. Er wollte verhindern, dass durch ihn mehr Unglück in die Welt kommt und hat sozusagen das Steuer umgerissen in Richtung, durch ihn kommt Geborgenheit für Kinder, die sonst wahrscheinlich nicht viel Geborgenheit erlebt hätten. Übrigens auch nicht in den staatlichen Jugendheimen immer nicht. Also so, was ich so verblüffend, und noch etwas, damit man mal sieht, wie sehr sozusagen Existenzielle, wenn man ein Wozu, und der hat ja noch einen deutlichen Sinnaufruf erlebt, ja, der eben befreit hat vom bloßen Gewordensein. Ja. Er hat noch etwas gemacht, was sozusagen die Grenzen der Zeit überschreitet. Er hat nicht nur Glück gebracht für die Kinder unter seiner Obhut, er hat auch seinen Eltern etwas erspart. Nämlich noch schuldiger geworden zu sein an dem Unglück vielleicht ihrer eigenen Enkelkinder und Enkelenkelkinder und so Urenkelkinder und so weiter. Verstehen Sie? Er hat sozusagen, indem er anders gehandelt hat, hat er Geborgenheit hineingebracht, wo eigentlich von den Eltern eine Bilanz vom Gegenteil hätte übrig bleiben können. Ja? Nun sprach dieser Student davon, dass ihm damals im Supermarkt oder vor dem Supermarkt aufging, die Kette muss abreißen. Ja? Und interessanterweise, es gibt ein Stück, ein Theaterstück, das einzige Theaterstück, das Frankl je geschrieben hat, da kam er frisch aus dem Lager, aus dem letzten Lager, hatte gerade erfahren, dass die Mutter, nach der er hier in Wien suchen wollte, in Auschwitz vergast worden ist und die geliebte Frau in Bergen-Belsen gestorben ist und zwar nach der Befreiung aufgrund ihrer starken Schwäche. Ja. Und dann schreibt er, bewegt von dem ein Theaterstück in wenigen Stunden. Es hat den Titel Synchronisation in Birkenwald. Ja. Das ist eine Mischung aus Birkenau und Buchenwald, Birkenwald. Ja. Und das spielt im Lager. Und da unterhalten sich zwei Brüder, Franz und Karl. Und der Franz oder einer von beiden Brüdern sagt, in den Baracken, müde von der Zwangsarbeit, und er sagt, warte nur auf den Tag, dass dieser Albtraum zu Ende ist. Denn ich weiß genau, was ich machen werde. Ich werde eine Liste machen von all den Übeltätern, was sie uns angetan haben, also die uns das angetan haben. Ich werde ein Auto nehmen und ich werde Wohnung für Wohnung für Wohnung abfahren und ihm 1:1, Auge um Auge, Zahn um Zahn zurückgeben, was sie uns hier angetan haben. Und da wirft der Bruder ein, Moment. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann sagt der andere Bruder, das steht in der Bibel. Und er sagt, komm nicht mit der Bibel. Weißt du denn nicht, fragt er,
warum Gott dem Kain das Kainsmal, ihr wisst ja, also bei der Opferung, ja, warum er das Kainsmal bekommen hat. Und dann sagt der andere Bruder, na, ganz einfach, damit jeder von weithin sieht, das ist ein Mörder. Ja? Und dann sagt der andere Bruder, nein, das wird es nicht gewesen sein. Es waren eh wenig Menschen, das hätten sie auch so gewusst. Nein, es hat einen anderen Grund gehabt. Damit niemand sich am Kain räche und den Kain umbringe. Denn wenn jetzt doch der Kain umgebracht wird, dann wird natürlich derjenige, zum Beispiel der Abel, genötigt sein, den zu rächen, Blutrache. Und so geht es immer, immer weiter. Nein, das Kainsmal ist da, damit die Kette der Gewalt abreißt. Verstehst du, Franz sagt es im Theaterstück, die Kette muss abreißen und dann sinkt er zurück in die Baracken. Ja? Also auch da ist dieses Bild, es muss irgendwann einmal ein Ende sein mit den Kettenreaktionen, wie du mir, so ich dir, weil ansonsten geht ein Lauffeuer der Gewalt um die Welt. Ja? Und das hier ist, wie gesagt, es kommt nicht darauf an, noch einmal, es ist ein anderer Blickpunkt darauf, was uns widerfahren ist, sondern was wir bekommen. Die Zeit rennt ein bisschen, ich mache ein bisschen schneller. Das haben wir schon, ja. Und so ist das Projekt einer menschenwürdigen Psychologie, nicht nur Unbewusstes aufzudecken, das kann man noch und nöcher machen, auch mal ein bisschen im Dunkeln gräbt manchmal, sondern Unbekanntes zu entdecken. Und das Unbekannte ist das, wozu ist, also ist nicht, was ich bekommen habe, sondern was darauf wartet, dass ich es in die Welt setze. Und nicht irgendwas, sondern etwas, was gut ist, in die Welt gesetzt zu werden. Ja. Und dann muss man dazu sagen, es gibt weiters dazu, sozusagen das Ergänzen, das fügt sich gleich alles zu einem großen Bild, nämlich, es gibt einen Befund über den Menschen, der ist viel zu wenig beforscht worden. Ich bemühe mich gerade darum, dass wir das machen jetzt, weil das so wichtig ist. Es gibt ein Phänomen, das ist nur wegen uns auf der Welt. Ja? Nämlich von keinem einzigen Lebewesen wissen wir, dass es Hoffnung hat. Außer vom Menschen. Ja? Ein Tier mag Vorfreude erleben. Unser Hund freut sich, wenn er hört, dass das gute Essen ausgepackt wird. Aber Vorfreude ist nicht Hoffnung. Hoffnung hat einen anderen Geschmack. Hoffnung meint, das hat Gabriel Marcel so schön gesagt, Hoffnung ist die Hoffnung, etwas Humaneres in die Welt zu setzen, wo momentan etwas Inhumanes herrscht. In anderen Worten, man sieht das, was alles, wir leben in einer verwundeten Welt, ja, und an ihre Hoffnung zu glauben, ist keine Vorfreude, sondern ist ein Auftrag, ja, dass wir etwas ändern können. Nicht nur, dass es uns gut geht, sondern dass wir dazu beitragen können, irgendwie etwas hineinzutragen. Und das sage ich in einer Zeit, in der die Hoffnung einen schlechten Leumund hat, weil zumindest vielleicht jetzt in etwas weltlicheren Kreisen, wenn man auf der Uni, wenn ich auf der Hauptuni einen Vortrag halte über die Psychologie der Hoffnung, dann denken die Leute, was ist das für ein naiver Optimismus? Aber da muss man den Leuten entgegenhalten, wenn wir die Hoffnung aufgeben als Menschen, dann verschwindet die Hoffnung spurlos von der Erdoberfläche, weil nur wir diejenigen sind, die die Hoffnung tragen. Ja? Also folglich brauchen wir die Hoffnung, weil die Hoffnung ist sozusagen etwas, was uns überhaupt menschlich sein lässt, aber nicht nur uns, sondern auch die Welt menschlich sein lässt, oder? Weil wir sie ja hineintragen. Ja? Gut, also das ist ein oft übersehener, aber doch ganz wesentlicher, es sagt schon viel über unsere Struktur und über unsere Säulen aus, ja. Und jetzt kommen wir zu den Kernpunkten in diesem Kontext, ja. Und das schließt an den eingangs gemachten Punkt. Wir verarmen geistig und seelisch nicht durch das, was wir nicht bekommen, sondern durch das, was wir nicht geben. Und das muss man einwirken lassen. Was heißt denn das? Dass wir nicht, Sie kennen sicher das Stück Warten auf Godot, dass man wartet, von Beckett, dass man darauf wartet, dass andere jenes Gute in die Welt setzen, von dem wir uns doch eigentlich alle wünschen, irgendwie etwas zur Heilung einer zutiefst verwundeten Welt beizutragen. Nein, wir sind diejenigen, die aufgerufen sind. Und wenn wir es nicht tun, dann verarmen auch wir selber seelisch-geistig. Ja? Ich habe es vorhin schon gesagt, wer gerne möchte, dass Freundlichkeit in seiner Biografie oder Wohlwollen oder Barmherzigkeit, also all das Gute, von dem wir wissen, dass es gut ist, dass es in der Welt ist, dann müssen wir es in die Welt bringen und nicht darauf warten, dass andere es tun, weil in dem Maß, in dem wir es nicht tun, verarmt quasi unsere Lebensbilanz.
das, was von uns bleibt, oder? Was wir ausgewirkt haben. Frankl hat es einmal sehr schön formuliert. Wir schauen sozusagen dem Leben zu, wie es weniger wird, wie eine Kerze, deren Wachs abbrennt. Ja? Aber, sagt er, vergesst nicht, ja, dass aus Wachs wird Leuchten. Nicht? Das verschwindet nicht einfach. Aber im Gegensatz zur Kerze, wo das automatisch passiert, hat der Mensch die Wahl, ein bisschen, hin und wieder mal zumindest gelegentlich, auch für andere ein Licht zu sein, ja oder nein. Ja? Und das möchte ich jetzt einmal an einem Beispiel erörtern, was das, ich glaube, ganz, naja, ganz sichtbar macht. Und zwar eine Situation. Stellen wir uns Folgendes vor. Hier sind zwei Dörfer. Und dazwischen führt ein Fußweg. Ja. Und da ist eine ältere Bäuerin, die trägt einen Korb voller Birnen, schöner, reifer, saftiger Birnen, von einem Dorf ins andere, für ihre Enkel oder Urenkel, und sie macht das schon Jahrzehnte, für ihre Kinder, für Urenkel und so weiter. Und es kommt vorbei ein junger Mann, viel schneller natürlich, holt sie ein und sieht diesen wunderbaren Korb mit Birnen und denkt sich, also ich hätte sehr gern eine Birne oder zwei, aber wenn ich ihr sage, könnte ich bitte zwei Birnen haben, so wird sie wahrscheinlich sagen, danke, aber warum sollte ich? Warum soll ich Ihnen welche geben? Ja? Also denkt er sich, ich werde das anderes machen. Dieser Korb ist für die Frau Wann, für die Dame viel zu schwer. Ich werde ihr anbieten, den Korb ins Dorf zu tragen. Und dort angekommen wird sie sich sicher kenntlich zeigen und sagen, lieber junger Mann, nehmen Sie sich doch zwei, drei von diesen Birnen. Also gesagt, getan, er sagt, kann ich Ihnen helfen? Sie nimmt dankbar an, sie gehen zum Dorf, sie kommen an und sie sagt ihm, als Zeichen meiner Dankbarkeit, ein guter junger Mensch, wollen Sie nicht zwei, drei Birnen haben. Er nimmt sie sich, genießt sie und was kann er sich sagen? Gut gemacht, ist aufgegangen. Ja, es war für ihn ein leichtes, diesen Korb Birnen zu tragen. Es ist aber auch möglich, speaking, also apropos Hoffnung, ja, es ist auch möglich, dass dieser junge Mann oder nehmen wir einen anderen jungen Mann, sieht, holt sie ein, ist jung, sieht den Korb mit Birnen, denkt sich köstlich, sieht aber auch, wie diese alte Frau sich abmüht damit und denkt sich, das hat sie schon so lange getan, jetzt ist Zeit, dass wer andere hier unter die Arme greift und sagt, kann ich Ihnen helfen, den Korb ins Dorf zu bringen? Ja. Also gesagt, getan, dort angekommen, sagt sie, wollen Sie nicht ein paar Birnen haben als Zeichen meiner Dankbarkeit. Er nimmt sie, genießt sie, sind köstlich. Aber was kann er sich sagen? Nicht, das habe ich gut gemacht. Er kann sagen, gut, dass ich da war. Denn ansonsten wäre die vielleicht immer noch, oder vielleicht sogar einen Schwächeanfall haben, aber gut, dass ich da war. Ja? Und man kann die Geschichte weiterspinnen. Was ist denn, wenn die ältere Bäuerin diesen beiden jungen Männern keine Birnen gibt, sondern sich nur verbal verbal bedankt, dann wird der Erste nicht mehr sagen, das habe ich gut gemacht. Er wird sagen, was für ein, das war eine gute Taktik, das war keine gute Taktik, das Geschäft ist nicht aufgegangen, ich fühle mich betrogen darum. Ja. Das Wissen, dass es gut ist, dass ich da war, wird dem zweiten Menschen niemand nehmen können. Die Birnen, das Glücksgefühl, sind nur die Draufgabe. Aber das Wissen, dass es gut ist, dass ich da war, ist intrinsisch, das ist in sich vollendet, das ist in sich ganz. Ja? Also so hängt zusammen sozusagen das, die Korrelation, der sinnvolle Zusammenhang zwischen Gesundheit und Erfüllung, zwischen Wert und Wohlergehen. Ja? Und da muss man sagen, wenn man sich das vor Augen führt, was wir bisher gesagt haben, das ist ein Bestseller nach wie vor, die Kunst, ein Egoist zu sein, kann jetzt rein empirisch sagen, aber auch aus den Beratungsfällen, es macht nicht glücklich. Ja. Gut, ich möchte eigentlich, muss man schauen von der Zeit, wie weit wir noch kommen. Ja, vielleicht, das schaffen wir noch. Noch auf etwas anderes hinweisen, es gibt da etwas an uns, das ist unglaublich. Ich nenne das, weil ich keinen besseren Begriff dafür gefunden habe, die unerhörte Ökonomie, also Wirtschaftlichkeit des Existenziellen. Geistiges folgt einer unendlich, das muss man sich mal vor Augen führen, wohlwollenden Formel. Und die geht folgendermaßen. Für alle physischen Ressourcen, alles, was physisch ist, ja, ausgedehnte Materie, gilt, dass ich nur so viel davon geben kann, wie ich zuvor bekommen habe. Das gilt für Kleidung, für Brot, für Geld und so weiter. Also wenn ich in die Stadt gehe, sagen wir mal, ich habe jetzt 100 Euro verdient oder sagen wir 10 Euro verdient
und ich gehe durch die Stadt und ich laufe mit und ich sehe 10 Bettler, dann kann ich jedem 1 Euro geben, aber danach sind meine Taschen leer. Also ich kann immer nur so viel geben, wie ich davor empfangen habe. Ja? Und das gilt für Brot, Kleidung und so weiter. Aber sobald es ans Exist, sobald es ans echt Menschliche, da wo wir wirklich Menschen sind, geht, ja, Mitleid, Liebe, Wohlwollen, Barmherzigkeit und so weiter, ja, da gilt das nicht mehr. Es ist also nicht so, dass wenn ich einem Menschen in Zuneigung begegne, ja, oder gar in Liebe, jetzt mal von der ehelichen Liebe, die habe ich einem Menschen versprochen, aber wenn ich einem Menschen liebe oder wohlwollend bin, ist es ja nicht so, dass weil ich jetzt schon einen liebe, daraufhin mein Portemonnaie oder mein Reservoir an Liebe jetzt -1 ist. Im Gegenteil, wir wissen sogar empirisch, ja, oder wenn ich Patienten betreue und ich bleibe ein bisschen länger als sozusagen Dienstvorschrift bei einem am Bett oder bei einem, ist es nicht so, dass ich jetzt daraufhin leider weniger Worte des Mitgefühls oder Empfindung des Wohlwollens, des Daseins für jemanden habe. Im Gegenteil. Wenn sich das Herz einmal öffnet und ich bereit bin, sozusagen Liebe, Wohlwollen und so weiter, dann fällt es viel leichter beim Nächsten. Ja? Das wird sozusagen zur zweiten Natur. In Klammern Tugendethik, Aristoteles und Thomas von Aquin, aber Klammer zu. Ja? Das heißt, wir dürfen uns bloß nicht einreden lassen, auch von der Populär- und Vulgärpsychologie. Man kann nicht lieben, wenn man nicht geliebt worden ist, sagt wer. Jedenfalls keine empirische Studie sagt das, im Gegenteil. Ja. Aber man kann sehr wohl sagen, sie sind dann lieblos, wenn sie zu wenig Liebe geben. Daraufhin, siehe vorhin, verarmen wir in dem Maße, in dem wir zu geben nicht bereit sind, zu versäumen. Ja. Also. Und also, es gibt ja lange, lange Zeit in der Alchemie und sogar noch manchmal ein bisschen in die Gegenwart, höre ich, die Idee, dass es ein Perpetuum mobile geben soll, also ein Gerät, welches mehr Energie herstellt, als es zuvor empfängt. Es gibt es in der Physik überhaupt nicht. Jedes Kernkraftwerk und jedes Kraftwerk stellt keine Energie her, sondern übersetzt sie nur Wind in Elektrizität, Sonne und so weiter. Aber es ist ein unmögliches Objekt in der Physik, aber es ist ein wahres, eine wahre Gegebenheit in der menschlichen Geist. Ja. Gut. Ja, und jetzt immer wieder. Wenn man über Sinn spricht und über die vielen Möglichkeiten, die wir haben, ich hoffe, dass Sie merken, dass sich Ihr Werkzeugkoffer, ich hoffe zumindest, langsam füllt mit Einsichten, die ja sehr viel für den Alltag von Relevanz sind. Manchmal, vielleicht auch in einem etwas zynischen Zeitgeist, wenn man dann von Sinn spricht und von diesen Möglichkeiten, von Hoffnung und von Wohlwollen, sagen einem auch die Studierenden mit einem durchaus intakten sozialen Gewissen, wie kann man überhaupt noch von Sinn sprechen. Schau dir die Welt an, sagen sie. Schau dir die Welt an in ihrer Gebrochenheit, in ihrer Bedürftigkeit, Kriege und wie gesagt, Auschwitz und Hiroshima und die folgenden. Ja, und dann bleibt mir immer zu sagen, aber schau mal, es ist gerade, und ich glaube, es ist eines der stärksten Argumente gegen den Nihilismus, ja, ist genau die Tatsache, dass die Welt so verwundet ist, so unvollkommen ist und wir ausgestattet sind mit so einem Reservoir, an dem, was wir sozusagen in die Welt bringen können, weil es nahezu, weil es ein Füllhorn ist, oder? Wenn ich genauso viel Liebe habe, wie ich gebe, muss ich nur sehr viel geben, dann habe ich noch viel mehr davon, oder? Und also gerade ihre Unvollkommenheit sagt, du hast eine Aufgabe, nämlich Not zu wenden, Notwendigkeit, ja, oder Leid zu lindern, oder wo das nicht möglich ist, Trost zu spenden. Und wenn die Welt nicht unvollkommen wäre, dann bliebe uns nur eines, zu danken. Und vielleicht nicht einmal zu wissen, für die meisten Menschen, wem und was man eigentlich dankt. Ja. Also, aber Tatsache ist, dass wir diese, dass gerade die Unvollkommenheit der Welt, unser Herz, unser Gewissen, wie auch immer wir das nennen, ruft ja eigentlich ständig, tu etwas, was du kannst. Ja. Eben weil die Welt heilungsbedürftig ist, müssen wir einspringen und was tun. Ja, ich möchte nur, ja, kommen wir später darauf. Ja, und vielleicht sozusagen, ich nähere mich dem Ende und hoffe, bleiben da noch Fragen, Zeit für Fragen. Es gibt von Frankl einen wunderbaren Satz, den er mal hin und wieder in seinen Vorlesungen so im Nebenbei fallen ließ. Und es hat kaum wieder aufgegriffen. Ich hoffe, ich versuche diesen Satz immer zu Prominenz zu verschaffen. Er sagt, jede Tatsache, das fügt sich da ein, jede Tatsache ist noch unvollendet. Also alles, was wir vorfinden, ja, ist noch unvollendet. Sie wartet noch, also die Tatsachen warten noch auf unseren Beitrag. Und dieser Beitrag, und das ist ganz wesentlich,
Da ist jeder von uns unersetzlich. Also es ist nicht, dass einfach nur irgendwo eine Lücke geschlossen werden soll. Nein, ein Kranker bietet für den Arzt eine ganz andere Sinnmöglichkeit, also Unvollendetheit, wo man gebraucht ist, einen Beitrag leisten kann, als sagen für die Familie. Also der Arzt soll behandeln, diagnostizieren, therapieren, der Angehörige da sein, den Kranken nicht verlassen, bei ihm bleiben. Auch seine Laune verstehen, es ist nicht immer lustig, krank zu sein, sondern muss auch manchmal was aushalten, Schweigen aushalten, auch bei den Sterbenden ist das Schweigen und Hinhören wichtig und so weiter. Sie wartet auf unseren Beitrag. Und da, wo eine Tatsache wunderbar ist, ein wunderbarer Mensch begegnet einem, ein Heiliger oder ein anderer, oder ein wunderbares Naturwerk, eine schöne Blume oder jetzt diese wunderbaren Herbsttage, da kann man fragen, noch und was ist daran unvollendet? Naja, man kann ja auch daran vorübergehen, als wäre es selbstverständlich oder als wäre es gar nichts. Ja? Und dann fehlt ein Element der Anerkennung, der Würdigung, der Beachtung, der Dankbarkeit. Also wirklich jede Tatsache, im Plus wie im Minus, ja, wartet noch darauf, auf unseren Beitrag. Und vielleicht wartet auch etwas in uns darauf, dass wir diesen Beitrag leisten. Frankl nannte diese Instanz, die da wartet, Gewissen. Ja. Gut, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ja, wir kommen zum Ende. Ja, und jetzt sind wir so ausgestattet mit diesem Wissen um die große Bedeutung des Einzelnen. Jetzt möchte ich zugleich etwas herunterschrauben oder einen gewissen Realismus fördern. Ja? Wir können die Welt als Ganze nicht ändern. Leider oder Gott sei Dank, wie auch immer. Wir können es jedenfalls nicht. Ja? Aber wir können unsere Welt ändern. In unserer direkten Umgebung. Und wie viel ist das? Ja? Wie viele Menschen sind davon betroffen? Also wenn Sie jetzt um sich schauen, jeder Einzelne. Wenn ich in den Monitor schaue und sehe hier 43 online und XY off, also direkt, ja, wir können auf unsere Welt wirken. Und das tun wir entweder tuend, also handelnd, aber ich möchte nur etwas betonen, was die Forschung noch nicht so richtig erfasst hat, aber wir wissen das. Es gibt Menschen, die haben eine innere Haltung, dem anderen Menschen oder überhaupt Lebewesen der Natur, der belebten Natur gegenüber, die ist wohltuend. Es gibt Menschen, die haben eine wohltuende Ausstrahlung. Und das ist nicht irgendeine Magie, das ist eigentlich, wenn es echt ist, einfach die Fürsorge, die Bereitschaft, dem anderen, der anderen auf gleicher Augenhöhe und etwas wohlwollend zu begegnen. Das sind Menschen, bei denen wir uns wohlfühlen. Das sind übrigens auch Menschen, die meistens sehr, sehr gute Ärzte und Ärztinnen sind, denen man abnimmt, den man spürt, wahrnimmt daran, dass die ansprechbar sind. Ja, es gibt von Peter Handke einen wunderbaren Brief und da schreibt er an eine Kollegin, die er quasi zur Welt öffnen möchte. Da sagt er, wenn du einmal der Welt signalisiert hast, dass du in Frage kommst, dass du bereit bist, ja, dass du die Tatsachen als Fragen siehst, ja, dann beginnt die ernsteste und wunderschönste Liebesgeschichte der Welt, ja. Also, und das heißt, Menschen können das kultivieren. Das ist eigentlich, ich muss ja in einem theologischen Rahmen nicht sehr viel dazu sagen, aber das Stichwort der Herzensbildung und die heilige Therese von Avila hat ja wunderbar berichtet darüber, über die Burg und den König in der Mitte. Also Sie kennen das vielleicht alle und wenn nicht, dann ist es lohnenswert. Ja, gut. Hier habe ich noch geschrieben, Reise einer freundlichen Tat. Das ist aber eine Studie, die wir gerade durchführen. Das kann ich an einmal erzählen. Ja, und jetzt etwas, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, ja, weil das vielleicht für unsere Kultur, und ich rede jetzt von der Kultur heute um 17 Uhr etwas, 26 in Wien, an diesem Tag und folgende Tage, man kann das ja ändern, man hört allenthalben, sogar in der Straßenbahn heißt es, seien Sie achtsam, dass Achtsamkeit so wichtig sei. Achtsamkeit ist eigentlich aus dem Buddhismus entlehnt und ist die Idee, dass man seinen Atem beobachtet und Gefühle kommen, Gefühle gehen, körperliche Empfindungen kommen und sie gehen. Und wir wissen tatsächlich aus der klinischen Praxis, gerade bei Krebskranken, dass es oftmals bei Schmerzen ganz hilfreich ist und so weiter. Nur Achtsamkeit ist ein Teilbereich. Und ich möchte jetzt schon, jetzt spreche ich am theologischen Rahmen und es ist nun mal tatsächlich so, dass eines der Wesensmerkmale des Christentums, der Zentralbegriff, ist die Begegnung, aber nicht irgendeine, es ist die Liebe. Und da ist mir schon aufgefallen, ja, wenn wir Achtsamkeit nehmen, dann haben wir einen kleinen Teilbereich, nämlich das detachierte Beobachten. Wir sind also sehr
innerlich gefasst und so weiter. Wenn wir zu lieben bereit sind oder was die Liebe bedeutet, die Liebe inkludiert, die Liebe ist mehr. Warum? Weil die Liebe inkludiert die Achtsamkeit. Um jemanden oder etwas liebevoll zu begegnen, muss ich auf ihn achten. Ich muss meine Aufmerksamkeit ihm oder ihr geben, mich ganz zuwenden, nicht? Aber es hört dort nicht auf. Es ist nicht nur die stark der Scheinwerferlicht der Aufmerksamkeit. Nein, es kommt dann dazu etwas, was eine grundsätzliche Bejahung des anderen ist oder eine Bejahung des anderen, wie er sein könnte. Das ist in der Therapie oft ein wesentliches Element. Dostojewski hat das Schöne gesagt, als ich es sagen kann. Er sagte, einen Menschen zu lieben, heißt ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Und das kann man anders übersetzen auch, heißt ihn so zu sehen, wie das Bestmögliche, was in dem schlummert. So wie die Kinder, die aus dem Kinderheim gekommen sind. Ja? Derjenige, der das leitete und leitet, in ihnen sieht das Potenzial. Nicht nur die schwierige Biografie bis dahin, sondern was sie sein können. Und das behütet er, das hat er geborgen, das hat er wachsen lassen, oder? Ja, gut. Ja, ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Für den letzten Punkt, weil ich möchte auch ganz gerne noch Fragen haben. Also ernsthaft zur Frage, wozu wir gut sind, die Welt hofft auf uns und ich sozusagen, wir lenken den Blick von der Selbsthilfe auf die Welthilfe. Die Welt ist wirklich in einem argen Zustand, ja, in vielerlei Hinsicht. Aber gerade ihre Unvollkommenheit, jetzt im Kleinen, also sprich in unserem direkten Umfeld, wie auch im viel größeren globalen Kontext, ja, sagt uns, sie ist unvollkommen, sie ist wirklich verwundet, ja, ist so, heilsbedürftig. Auch das wird die Psychologie nie beantworten können. Aber unser Leben hat Sinn, weil wir gebraucht werden. Und sozusagen der Motor, das Schmieröl, das Benzin, wie immer Sie es nennen mögen, ja, ist sozusagen, ist die Hoffnung. Die Hoffnung am Leben zu halten, ist unsere Hauptaufgabe, aber nicht nur das andere, was tun, sondern sie meint wirklich uns. Wozu sind wir gut, ist die Frage sozusagen, ist die Antwort auf die Frage, wozu wir gut sind. Jetzt hat die Kollegin Fischer am Anfang dieses Beispiel, dieses Zitat von Frankl gebracht, von Viktor Frankl gebracht, nämlich die Frage, dass wir das Leben fragen, ja, welchen Sinn hast du, ist falsch gestellt. Die Frage, was du zum Leben beitragen kannst. Ja. Das wird Ihnen bekannt vorkommen, denn es gibt von John F. Kennedy eine ganz ähnliche Frage, nicht was dein Land für dich, sondern was du für dein Land tun kannst. Und mit der Anekdote möchte ich gerne schließen. Der Mensch, der Redenschreiber, der das für John F. Kennedy geschrieben hat, war ein Schüler und Student von Viktor Frankl, als der in Harvard einen Lehrauftrag hatte. Das ist so eins zu eins geklaut, das bekannteste Zitat, kann man sich aber auch leicht merken, ja. Wenn wir nur als Kompass nehmen, wozu bin ich jetzt gut, was ist jetzt gut, wenn es ist, ja, dann vollziehen wir die Antwort sozusagen im alltäglichen, im gelebten Leben, mit dem Alltag. Ja. Und damit danke ich Ihnen sehr.